Hallihallo. Ja, ich hatte eben schon die Wochendeko abgedreht für meinen Domino A5. Und jetzt drehe ich einfach noch eine Wochendeko für meine Willow. Das ist dieses süße Stück hier. Den kennt ihr alle. Den werde ich euch auch demnächst präsentieren. Darüber möchte ich dann eben auch mal so ein Setup-Video machen. Das ist mein Tier Philofax. Und der wird auch immer dementsprechend dekoriert. Also immer sehr tierlich. Und deswegen habe ich rausgesucht, das handhabe ich im Grunde wie bei meinem Domino, dass ich ein normales Washi nehme und dann noch ein kleines schmales dabei. Und da habe ich mir jetzt die beiden mal rausgesucht. Und zwar das hier. Na komm, jetzt haben wir es. Mit so Tierchen. Ja. So immer schön passend. Und dazu noch ein schmales, was jetzt farblich dann auch natürlich dazu passt. So ein bisschen, das ist so ein bisschen Pastell, so ein bisschen leicht rosa-gelb. Ja, und Sticker, da habe ich mich entschieden. Da werde ich ein paar Schmetterlinge nehmen und ein paar Vögelchen. Dann legen wir auch schon los. Bei dem Kalender hier ist das so, dass ich die Schrift hier abdecke. Washi klebt ein bisschen schief. Aber das stört mich nicht, dass darunter jetzt eben dieses. Oh, das klebt aber gut. Das ist mir aber dann doch ein bisschen zu schief. Denn ich muss hinten so ein bisschen schauen, dass es abschließt. Das Ganze mache ich jetzt nach unten. Wobei, Quatsch, ich dekoriere unten eigentlich gar nicht. Aber ich mache es heute einfach mal. Eigentlich habe ich unten kein breites Washi beim Willow. Habe ich das schon mal gemacht? Guck gerade mal eben. Dü-dü-dü. Nö, eigentlich nicht. Egal, haben wir es heute mal. Weil, wie gesagt, ich bin Person ein bisschen zu klein, dass man das so vollstopfen kann, weil auch in meinem Tierfeilo, auch da war ich jetzt schief, entschuldigt bitte, bei meinem Tierfeilo ist es nämlich so, jetzt reiße ich mir das hier raus, ich muss neu machen. Ihr kennt das, ihr Lieben, manchmal gibt es halt so Tage, wo man sich lustig anstellt, denn mein Tierfeilo wird auch als Tiertagebuch benutzt. Und auch da brauche ich deswegen den Platz. Die kriegen ja echt wie Sau. Er schneidet doch vorher mal ab. Die sind irrsinnig klebrig. Ich habe das Neujahrstape. Die kleben echt ziemlich gut. So. Und dann werde ich einfach hier noch in der Mitte eins machen. Ich zoome euch das mal ein bisschen ran. So. Im Grunde wiederholt sich das Ganze jetzt nämlich auch. Einmal unten Washi-Tape. So, jetzt werde ich wahrscheinlich mit meiner Birne wieder im Bild sein. Versuche es schnell zu machen. So. Oh Gott, was ich hier heute filme, ist ja absolut Donner. Bescheuerter geht's nicht. So, dann schneide ich das mal wieder mit meinem schönen Nagelschneider hier ab. Mit der Nagelschere. Nicht gut, ne? Muss ich sagen. Viel zu gut. Da werde ich mal hier noch so ein schmales kleben. Hier oben noch eins. So, na los, jetzt Bianca Turbo. Ich möchte immer nicht die Videos so lang werden lassen. Denn es soll ja nicht langweilig werden. Ich glaube,
Ja, diesmal haben wir es tatsächlich versetzt. Ist mir eigentlich zu nah beieinander, aber egal jetzt. Da habe ich nämlich nicht so sehr viel Platz zum Schreiben. So, und dann fangen wir auch schon mit den Stickern an. Ich zeige euch das eben nochmal so. Das sind jetzt die Washis. Mit so einem Tierköpfchen. Warum er jetzt nicht fokussiert, weiß ich nicht. Das Licht ist großartig heute. Hier seht ihr das so ein bisschen. Ja. Tierköpfe, total niedlich. Hier das Gleiche. Und zwar nehme ich da mal einen schönen Schmetterling. Und den klebe ich direkt hier rauf. Ach, und der ist geknickt. Was stelle ich mich heute aber auch blöd an, ne? Dann nehme ich noch so ein Blümchen, was ich hier gerade entdecke. So. Und das kommt einfach mal so hier hin. Ja, und... Aber auch gut, wenn ich da Platz habe, nehme ich einfach mal noch ein Vogelfell hier oben. Der hier so reinflattert. Oh, das sind wieder so diese Puffy-Sticker. Die möchte ich eigentlich nicht mehr so gern nehmen zum Dekorieren, weil die ziemlich Platz rauben. Aber jetzt habe ich es halt. Dann muss ich hier da weitermachen. So, machen wir nochmal einen hier. Aber süß sind die Vögelchen, ja, muss man ja sagen. Ja, aber nur ein Schmetterling ist ja dann auch doof. Also heute bin ich total entscheidungsunfähig. Halt unterschiedliche Tage. Nee, der kommt jetzt noch hier hin. Untereinander, das mag ich gar nicht, ne? Das muss ich wirklich sagen. Mag ich gar nicht. Den kriege ich, glaube ich, noch ab hier. Ja, super. Ja, das muss bei mir alles einfach passen. Das muss eine einfach versetzt sein. So, dann passt das hier wieder nicht. Ach Leute, ich hab's heute. Und dann hauen wir den doch jetzt einfach mal hier so hin. Und das ist es dann auch. Mehr gibt es auch nicht. Und hier noch. Weil ich habe jetzt schon kaum Platz zum Schreiben, wie ich sehe. Das wird dann ab nächste Woche ein bisschen schwierig. Ach ja, nun gut. Was soll's. Nehme ich einfach hier noch solche kleinen Blüten. Die nehmen nicht ganz so viel Platz weg. So. Ne, daneben ist ja schon eins. Da 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 da. Hey, mal hier noch. Versetzt, versetzt. Na, hier würde ich sagen. So. Und ich glaube, das langt. Das ist bei den kleinen Seiten immer ein bisschen doof. Und das ist jetzt schon ziemlich wenig Platz. Ja, das ist jetzt so meine Dekoration für mein Willow die Woche. So, hier haben wir mein gutes Stück. Ich liebe mein Willow total. Das ist für mich eines der schönsten Filofax-Modelle. Und ja, ich finde den einfach wunderbar schwärmen. Liebe, liebe Love. So. Und ihr seht dann auch gleich mal, wie das so ausschaut, wenn dann so eine Woche im Grunde vollgeschrieben ist. Ihr seht, deswegen ist da nicht so viel mit Sticker und so. Mir bleibt dann einfach zu wenig Platz. So. Aber ich finde sehr schön. Beide Planer haben wieder mal rosa bekommen die Woche. So sieht das Ganze aus. Ja. Schmetterlinge und Vögelchen. Und dann kommt immer noch zu guter Letzt mein Liebe ist Bookmark wieder rein. Das finde ich immer sehr schön. Die habe ich dann immer so, dass die beiden nebeneinander sind. Die passen wunderschön hier rein, finde ich. Weil das ist, wie gesagt, mein Love-Planer, weil ich meine Tiere über alles liebe.
Finde ich das sehr schön. Ja, meine Lieben, das war's auch. Meine Wochendeko ist fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, bin auf jeden Fall nächste Woche gerne wieder dabei. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.